Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, ich wollte eigentlich mal was kurz gucken. Irgendwo könnte ich doch auch gucken. Ah, hier, 11 und 20 Missionen, also über die Hälfte sind wir jetzt zumindest. Yay! Bribjad Ukraine. Ja, haben wir ja schon gelesen. Ablenkungsmanöver. Der Verrat von Hark und Novikov hat in Xenos einen unendlichen Vorrat an rotem Quecksilber eingebracht. Sie benutzen es als Energiequelle für ihren Krieg gegen die Menschheit. Um ihre Ressourcen zu verringern, hat die UNX die Rückkehr nach Pripyat befohlen, um die Offensive auszuweiten, indem möglichst jedes Vorratslager an rotem Quecksilber zerstört wird. Bam, bam, bam. So, ui, jemine. Dann schließen wir uns doch dem hier mal an. The betrayal by Hark and Novikov has gifted the Xenos an infinite supply of red mercury that they are using to power their war against mankind. In order to reduce their capabilities, UNX have ordered a return to Pripyat, stepping up the offensive by destroying every red mercury cache. Nicht wundern. Ich hab kurz das Mikro ein bisschen anders wieder hingemacht. So. Oh, Baby Boo. Baby, du weißt, was ich tue. Vorräte an roten Quecksilber zu stören. 14 von 25 schon. Ja, das ist doch schon mal was. Da haben sie ja schon ein bisschen gute Arbeit geleistet. Nein, Mann. Wow! Huck, das war. Oh oh. Oh oh. Hui. Ich habe gedacht, ich muss niesen gleich. Okay, und ich musste auch niesen. Ah. Oh nö. Oh, die Horde kommt. Hey, der Witzka. Oh, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ba, 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 ba. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ba, ba. Boah, was sind denn für Laserwaffe? Bzi, 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 bzi. Ja, rette mich. Ba, bam, ba, bam, ba, bam. Danke. Ganz viel Muni und so. Yes! Jump, jump! Die neue deutsche Welle. Jump, jump! F-L-E-R! So, ich laufe jetzt einfach mal den entlang. Uah! Will ihr wissen, wohin? Uah! Ich glaube, diese Mission ist ein wenig entspannter, nur etwas langwierig. Habe ich das Gefühl, mit 14 Vorratslegern töten. What? So. Aha, aha, aha. Zack. Wo bin ich denn? Nach da unten. Stirb. Hey, hey, hey. Ich finde dich.
Aua, 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 aua. Woo! Ah, überall tut alles weh. Gott, oh Gott. So viele Explosionen. Zu viele Geschosse auf einmal. Hä? Wie ist denn der verreckt? Ah, verdammt. Achso, wir müssen ja nur zum Evakuierungspunkt gehen. Schnell diese Wichse da ausschalten. Die nerven mit ihrem Teleport. Au. In my face. Nein! Ja, die Mission ging jetzt mal relativ schnell. Zum Glück aber auch. War halt einfach nur wahrscheinlich ziemlich langwierig für die. Aber einen guten Teil haben wir ja auch mitgemacht, also so ist es ja nicht. Deswegen werde ich die Mission auch nicht nochmal irgendwie neu machen. So. Ja, gut. Gucken wir doch mal, was wir in der Zeit aufgesammelt haben. Primärwaffe. Aber die kann ich halt aufwerten. Die hier halt nicht. Die habe ich ja schon aufgebessert. Weg. 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 Oh, ich habe jetzt zwei Rüstungsteile. Schnellere Artillerieschlag, Aufladung, langsamere Plasmaschwertaufladung. Nehmen wir mit.
So, jetzt kann ich noch eine Fähigkeit aufleveln. Entweder erhöhte Radius Winkel vergrößern. Aha. Und Sturmentfernung Niederschlagdauer. Aha. Nur das Heilungsstärken. Ja, ich mache mal hier die Heilungsstärke hoch. So. Ja gut. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie kurz war. Ja. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn nein, trotzdem. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Play Alienation wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.